Ich bin arbeitssuchend, daher lese ich Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörungen aus dem, wie heißt der Verlag? Schattauer Verlag, Stuttgart. Ich bin angekommen im Kapitel 2. Epidemiologie und Verlauf antisozialer Persönlichkeitsstörungen, und das Ganze ist geschrieben von Michael H. Stone, Mushy Michael von der Park Avenue. So, im Kapitel Epidemiologie und Verlauf antisozialer Persönlichkeitsstörungen, wobei ich den Begriff Epidemiologie bei psychischen Erkrankungen höchst fragwürdig finde. Deshalb heißt der Typ auch Mushy Michael. Der hat noch ganz andere fragwürdige Sachen drauf. Geht es um Antisozialität im Jugendalter? Das ist der Abschnitt 2.3 und ich bin angekommen bei 233, Pöbeleien und Schikane zwischen impulsiv und bösartig. Ich stelle mal die Eieruhr. In der Vergangenheit hat sich beim Lesen dieses Buches gezeigt, 30 Minuten funktionieren ganz gut. Wenn ich dazwischen Pause mache, kann ich auch längere Abschnitte vorlesen. Deshalb lande ich jetzt wieder hier. Oder deshalb lande ich jetzt hier bei diesem 30-Minuten-Format. Das davor war länger. Pöbeleien und Schikane zwischen impulsiv und bösartig. Pöbeleien und schikanöses Verhalten ziehen sich durch sämtliche antisozialen Subtypen. Es betrifft nicht nur bestimmte Hirnareale, die mit Aggressionen in Zusammenhang stehen, sondern auch die subjektiv wahrgenommene Stellung innerhalb der sozialen Hierarchie. Menschen, die andere schikanieren, haben es per Definition auf Schwächere abgesehen. Wie sich gezeigt hat, kann Wut bei Menschen, die in der Hierarchie niedriger stehen, den subkortikalen Schaltkreis reaktiver Aggression in Gang setzen. Das ist gerade ein Zitat, den subkortikalen Schaltkreis reaktive Aggression in Gang setzen. Dies würde den Beobachtungen entsprechen, die man bei anderen Arten gemacht hat, bei denen provozierte Tiere unterwürfige Artgenossen angreifen, die Konfrontation mit dominanten Artgenossen ihrer Gruppe jedoch meiden. Die folgende Fallbeschreibung handelt von einem bösartig gefühllosen Kind, dessen tyrannisch brutales Verhalten, wie es scheint, stark erblich bedingt war. Fallbeispiel. Fallbeispiel. Die unverheirateten Eltern von Edward, wie ich ihn hier nennen möchte, waren europäischer Abstammung und lebten in einem der südlichen Bundesstaaten der USA. Als die Mutter entdeckte, dass Edwards Vater mehrmals eine Gefängnisstrafe abgesessen hatte, verließ sie ihn und zog mit ihrem Sohn in einen anderen Bundesstaat.
Dort heiratete sie einen erfolgreichen Schreiner und bekam eine Tochter, die 4 Jahre jünger als Edward war. Sie suchte mich auf, als Edward 12 war und sein Verhalten die Familie zu zerstören drohte. Edward war ein hervorragender Schüler, aber ganz offensichtlich völlig gefühllos. Er quälte seine Klassenkameraden und verletzte einige schwer. Er legte zu Hause Feuer, quälte und tötete Hunde, Katzen und Eichhörnchen. Er stahl Geld von seinen Eltern und wurde dabei erwischt, wie er seine kleine Schwester zu strangulieren versuchte. Edward wurde von seinen Eltern weder vernachlässigt noch körperlich oder verbal von ihnen misshandelt. Sie hatten jedoch um psychiatrische Hilfe für ihn ersucht, was jedoch fruchtlos geblieben war. Eine Internetrecherche meinerseits ergab, dass Edwards leiblicher Vater wieder eine Gefängnisstrafe verbüßte, dieses Mal wegen Mordes. Der Großvater war im gleichen Gefängnis inhaftiert wegen mehrerer Tötungsdelikte, die er Jahre zuvor begangen hatte. Mit Hilfe eines Kollegen gelang es mir, Edward in einer Jugendeinrichtung unterzubringen, ähnlich derjenigen, die August Eichhorn beschreibt. Er lebt dort mittlerweile seit sechs Jahren, hat einen hervorragenden Schulabschluss geschafft und ist sehr viel weniger aggressiv als zum Zeitpunkt seiner Aufnahme, obgleich er immer noch als emotional unnahbar und kalt gilt. Was die impulsive Seite von Pöbeleien angeht, so sorgt vor einigen Jahren eine wahre Flut an Mobbingfällen an Schulen für großes Aufsehen. Durch die Hänseleien und Schikane ihrer Klassenkameradinnen wurden mehrere Mädchen, die durch ihr besonders gutes Aussehen auffielen, in den Suizid getrieben. Die jungen Täterinnen erfüllten zwar nicht die Kriterien einer antisozialen Persönlichkeitsstörung, aber jede einzelne beteiligte sich an einer impulsiven und antisozialen Handlung, die katastrophale Folgen nach sich zog. In einem anderen Fall kam es zu einer Gruppenvergewaltigung durch 4 Jungen, die Bilder ihrer Tat anschließend ins Netz stellten. Auch dies ist ein Beispiel für impulsive Aggression, dieses Mal von Jungen begangen, deren Persönlichkeitsprofil wir nicht kennen. Die Frage, ob es sich hier um eine Form chronischer Antisozialität oder ein singuläres und untypisches kriminelles Ereignis handelt, muss unbeantwortet bleiben. An der Stelle wieder ganz klar, Mädchen sind auf gar keinen Fall antisozial, Jungen wahrscheinlich. Es ist Muschi Michael von der Park Avenue. Ich kenne den Artikel schon was länger. Der hat vorher auch schon so publiziert. Psychopathie. Psychopathie steht nicht im ECD-10 und es steht auch nicht im Diagnostisch und Statistischen Manual psychischer Störungen, dem DSM-5, habe ich extra nachgeguckt. Er benutzt den Begriff gerne und deshalb heißt der nächste Abschnitt Psychopathie. Geht relativ lang. Dann kommt noch antisoziales Verhalten und sadistische Persönlichkeit. Und dann ein Fazit. Und dann ist der Artikel auf der Seite 41 zu Ende. Ich bin auf der Seite 26. Psychopathie. Aus klinischer Perspektive gilt Psychopathie häufig als extreme Ausprägung des antisozialen Spektrums. Das heißt, am weitesten entfernt von
vom moralischen Kern, den wir mit zunehmender Reife entwickeln. Im besten Fall gelten Psychopathen als nicht vertrauenswürdig, im schlechtesten Fall als gefährlich und gewalttätig. Die Auffassung ließe sich um den gewalttätig-sadistischen Psychopathen erweitern, den gefährlichen und verglichen mit dem kaum behandelbaren gewöhnlichen Psychopathen therapeutisch am wenigsten zugänglichen Persönlichkeitstypus. Die diagnostischen Kriterien für Psychopathie orientieren sich in der jüngeren Vergangenheit hauptsächlich an der Psychopathie-Checkliste, Revised PCLR, ist kein offizielles und zugelassenes Diagnoseverfahren. Spätestens wenn Gutachter so arbeiten, weiß man, dass man einfach nur weggesperrt werden soll und es eigentlich keinen Grund gibt. Von Robert Hare und seinen Kollegen in Kanada. Sie wurde an deren Modifikation von David Cook und seinem Team in Glasgow. Ursprünglich wurden die Kriterien nach Hare in zwei Faktoren unterteilt. Narzissmusstimmung mit Betonung auf emotionaler Unaufrichtigkeit, Täuschung und fehlendem Gewissen. Verhalten mit Betonung auf den unmodulierten Äußerungen von Impulsivität und Wut. Seit einigen Jahren wird jedoch einer sogenannten Vier-Faktoren-Lösung der Vorzug gegeben. Ich sage nochmal, es ist kein offizielles Diagnoseverfahren, es ist einfach nur komplette Scheiße. Es steht aber in dem Buch, ich lese es vor, die sich an den folgenden Kriterien orientiert. Interpersonell, affektiv, Lebensstil, antisozial. Die Skalierung von Robert Hare sind eher aus der Arbeit mit inhaftierten Straftätern ausgerichtet. Das heißt an Items wie Jugendkriminalität, Aufhebung einer Bewährungsstrafe und polykriminelles Verhalten. Diebstahl, Raubwurf. Die meisten Kliniker betrachten die interpersonellen und affektiven Items als Kernmerkmale des Psychopathiekonstrukts. Es wird ja auch nur von Konstrukt gesprochen, nicht von der Krankheit. Manipulatives Verhalten oder oberflächlicher Charme und heuchlerischer Ausdrucksweise, pathologisches Lügen, fehlende Gewissensbisse und Niedertracht. Merke. Viele Persönlichkeiten, die die DSM-Kriterien der antisozialen Persönlichkeitsstörung erfüllen, weisen diese genannten Merkmale nicht auf. Der Kriterienkatalog von Cook, Michi, bla bla bla, ist mit 13 Items, welche wiederum in drei Faktoren unterteilt werden, eher sparsam aufgestellt. Arrogant, betrügerische, interpersoneller Stil, heuchlerisches Gebaren, Grandiosität, Lügen, Manipulation und Betrug, Affekt, emotional flach, niederträchtig, fehlendes Schuldbewusstsein und Verleugnung von Verantwortung, Verhalten, impulsiv, unverantwortlich, parasitärer Lebensstil, Fehlen von langfristigen Zielen und Langeweile. Die Kriterien nach Cook sind somit weniger kriminologisch und evaluativ, sondern einem kausalen Modell ausgerichtet. Sogenannte Anzugträger unter den Psychopathen würden in der Psychopathie-Checklist Revised nur allzu oft durch die Maschen fallen. Wenn es um Kriterien wie Straffälligkeit, Aufhebung und der Bewährung und Festnahme aufgrund polykrimineller Delikte geht, während sie die Kriterien nach Krug in der Regel erfüllen.
lese das nochmal vor. Die versuchen ja auch irgendwie Kausalität zu finden. Im Grunde genommen landet Muschi Michael immer bei Psychopathie, weil er sich nicht traut, Krankheiten zu diagnostizieren. Die Kriterien nach Cook sind somit weniger kriminologisch und evaluativ, sondern an einem kausalen Modell ausgerechnet. Sogenannte Anzugträger unter den Psychopathen würden in der Psychopathie-Checklist Revised nur allzu oft durch die Maschen fallen. Wenn es um Kriterien wie Straffälligkeit, Aufhebung der Bewährung und Festnahme aufgrund polykrimineller Delikte geht, während sie die Kriterien nach Krug in der Regel erfüllen. Der Ponzi-Spieler Bernie Madoff, der es erst vor wenigen Jahren zu großer Berühmtheit gebracht hat, würde die Kriterien nach Krug erfüllen, nicht jedoch die der Psychopathie-Checklist Revised nach Haare. Ich mach's nochmal. Sagt nochmal, es ist hier von einem Konstrukt die Rede. Es handelt sich nicht um eine Krankheit. Er hätte hohe Werte bei den Factor I Items oder Factor One Items, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist eine römische 1. Nächsten Factor I Item. Oberflächlicher Charme, Grandiosität, ausbeuterisches Verhalten, pathologisches Lügen, fehlende Gewissensbisse. Nicht jedoch bei den verhaltensorientierten, nee, es ist eins, Faktor 2 Items. Cook, Michi und andere schlagen vor, antisoziales Verhalten als sekundäres Symptom oder Folge einer zugrunde liegenden, bereits existierenden Psychopathie zu betrachten. An der Stelle wird eine Metakrankheit gefunden. Ich sag's direkt, alles, was das Arschloch publiziert, ist eine einzige Metakrankheit. In Übereinstimmung damit postuliert Frick, dass bösartig gefühllose Persönlichkeitszüge auf eine klinisch bedeutsame Untergruppe von Jugendlichen hinweisen könnten, die bereits in der Kindheit Verhaltensauffälligkeiten zeigen, welche denen von erwachsenen Psychopathen ähneln. Sowohl dem Evolutionsansatz, der im Grunde ein klinisches Modell ist, als auch dem Kausalmodell sind jedoch Grenzen gesetzt. Während eine bösartig gefühllose Persönlichkeit tatsächlich von Genen getrieben scheint, wir sind krank, von unseren Genen getrieben. Hallo Muschi Michael. Während eine bösartig gefühllose Persönlichkeit tatsächlich von ihren Genen getrieben scheint und die Kernmerkmale einer Psychopathie verkörpert, was sie von den eher herkömmlichen antisozialen Persönlichkeiten, deren Auffälligkeit im Jugendalter beginnt, unterscheidet, sind bei weitem nicht alle Psychopathen bösartig und gefühllos. Der bereits erwähnte Bernie Madoff war ganz im Gegenteil ausgesprochen jovial, philanthropisch, mit dem Geld anderer Leute versteht sich und charmant, und doch ein klassischer und reueloser Psychopath.
Wie aus Abbildung 2.1, Seite 16. Das sind die Vereinigten Staaten der Antisozialisten. Ich finde das gut, wenn einer von der Park Avenue die Vereinigten Staaten der Antisozialität zeichnet. So. Das ist so. Das Buch hebt die Laune. So. Vor allem, wenn man arbeitslos ist und nicht weiß, wie man sein Leben bestreiten soll. Und dann von der Park Avenue die Vereinigten Staaten der Antisozialität in Buch gemalt bekommt. Wie aus Abbildung 2.1 ersichtlich, machen Psychopathen rund ein Viertel einer typischen Gefängnispopulation aus. Die anderen drei Viertel tragen Merkmale einer antisozialen Persönlichkeitsstörung, einige wenige davon mit psychopathischen Zügen und einem relativ niedrigen Score auf der Psychopathie-Checklist Revised. Wir wissen nicht, wie groß die Population von Anzugträgern oder Schreibtischpsychopathen ist. So, es gibt hier das psychopathische Spektrum, weil es keine offizielle Krankheit ist, sondern nur ein Konstrukt. Das Mushy Michael von der Park Avenue vertritt, schenke ich mir das mal und lese weiter im Text. Wir wissen nicht, wie groß die Population von Anzugträgern oder Schreibtischpsychopathen ist, von denen viele ein normales Leben führen, abgesehen von ihren skrupellosen Machenschaften als Geschäftsmänner. Innerhalb einer bestimmten Grenze wird Gier in einem Unternehmen geduldet und löst eher Bewunderung und Neid anstelle von Wut aus. Wird diese Grenze überschritten, so stößt Gier dieser Art auf öffentliche Verurteilung und zieht entsprechende Anklagen nach sich. Jetzt kommt Dennis Koslowski von Taiko International. Dies war der Fall bei Dennis Koslowski, CEO von Taiko International, der für seinen Erfolg hoch gelobt wurde, bis man entdeckte, dass er sich unerlaubt 81 Millionen Dollar an Bonuszahlungen unter den Nagel gerissen und sein 31 Millionen Dollar Apartment mit Schirmständern im Wert von 15.000 Dollar und Duschvorhängen im Wert von 6.000 Dollar ausgestattet hatte. Er wurde angeklagt und verurteilt im Alter von 59 Jahren ins Gefängnis geschickt. Bezeichnend für seine Unfähigkeit, Verantwortung für seine Handlungen zu übernehmen, ist, wie er den Schuldspruch kommentierte. Wissen Sie, das ist ganz einfach. Ich habe 100 Millionen Dollar im Jahr gemacht und sitze hier auf der Anklagebank. Ein Geschworener, der auch hier im Gerichtssaal sitzt, muss sich dabei doch denken, so viel Geld, irgendwas mache ich falsch. Wäre Koslowski nur etwas weniger gierig und großspurig aufgetreten, so hätte er das Gericht durchaus als freier Mann verlassen und seinen Ruhestand genießen können.
Das Gleiche gilt für Bernie Madoff, dem, bis er 72 war, Penthouses in New York und Palazzi in Europa mietfrei zur Verfügung standen. So unangenehm die Erkenntnis auch sein mag, in Sachen Reichtum und Langlebigkeit können die Anzugträger unter den Psychopathen, mal abgesehen von sehr absonderlichen Beispielen, durchaus vom Leben begünstigt sein. Die Öffentlichkeit wird Schwindler und Diebe verständlicherweise immer eher tolerieren als Brandstifter, Entführer, Vergewaltiger und Mörder. Wie wir an einigen der genannten Beispielen sehen konnten, das ist das, was da steht, ist das Konzept von Psychopathie genauso einheitlich wie das Konzept von Antisozialität. Es gibt eine große klinische Bandbreite, die von sozial kaum schädlich bis zu extrem gefährlich reicht. In Tabelle 2.1 sind einige wenige Subtypen innerhalb des psychopathischen Spektrums aufgeführt. Die vier Unterteilungen der Tabelle werden nicht allen klinisch relevanten Variationen gerecht. Unter den gewalttätigen Psychopathen etwa finden sich ebenfalls bösartige und gefühllose Persönlichkeiten, die man aufgrund ihrer Distanziertheit auch als Schizoid bezeichnen könnte. Ist ein medizinischer Fachausdruck. Schizoide Persönlichkeitsstörung. Diagnostische Kriterien 894. Schizoide Persönlichkeitsstörung ist F601. Kann ich auch mal irgendwann vorlesen. Nach der Schizoid-Persönlichkeitsstörung kommt übrigens die antisoziale Persönlichkeitsstörung F60.2, ist eng miteinander vernetzt. Und davor kommt die paranoide Persönlichkeitsstörung. Dann kommt die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Es wird immer schlimmer. Kommt die histrionische Persönlichkeitsstörung, narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ja. Die springen auch in den Nummern. Ich vermute, da sind etliche Sachen ausgefallen. So. Die Eieruhr klingelt.
Ich lese dann morgen früh weiter. Tschüss. Ich höre jetzt auf.